Ja, vielen Dank für die freundlichen Worte. Ich wollte zunächst mal sagen, lieber Klaus, herzlichen Dank für den Impuls, den du gesetzt hast, hier mitten im Winter und in schöner, wunderschöner Umgebung. Und das, was ich hier vortrage, entspricht also dem, was ich mit Volker von Baer erarbeitet habe zunächst. Und ich werde in einem zweiten Teil auf das weniger bekannte Thema Zeolithe eingehen. Also, ich meine, das, was hier ganz wichtig ist, ist das Adenosin-Triphosphat, das man ja routinemäßig bestimmen kann als Marker einer mitochondrialen Dysfunktion und als Indikator einer Hypoxie und auch als Indikator eines zellulären Entzündungsprozesses. Und ich denke, es ist sehr wichtig und sehr praktisch durchzuführen. Man sendet es ein ins Institut für medizinische Diagnostik und wir haben wirklich einen Marker, der uns weiterhilft bei der Frage der chronischen Entzündung und auch der letztlich zu dem, was uns weiterhilft bei Gerichtsprozessen. Und was eben ganz wichtig ist, ist diese Folie, die wir hier darstellen können, die chronische Entzündung. Wir sehen hier eine inverse Korrelation zwischen TNF-Alpha und dem verminderten ATP als Hinweis einer Mitochondrienstörung. Immerhin sind die Zahlen, die Korrelation ist nicht allzu hoch, aber sie ist eindeutig bei 455 Patienten dargestellt, erhoben worden. Wir sehen also, das verminderte ATP geht einher mit einer erhöhten Entzündungsaktivität. Und das ist nun das ganz Entscheidende. Natürlich, was können wir, und für unsere Frage, die wir haben, was können wir als niedergelassene Ärzte praktisch in diesem System tun, um die chronische Entzündung zu beherrschen oder, um es vorsichtig zu sagen, einfach nur ein Stück zu bessern. Dass wir hier keine Patentantwort haben, möchte ich in aller Deutlichkeit sagen, denn auch unsere Ergebnisse sind natürlich nicht die, dass wir da sagen, wir haben den Patienten geheilt. Aber wir haben vielleicht geholfen, an dem und jenem ein Stück vorwärts zu kommen, ein Stück Besserung zu erzielen. Und das ist die modifizierte Folie von Paul, was wir haben. Wir haben Stressoren bakterieller, wir haben Stressoren viraler Art, wir haben Allergene, wir haben, und das war mal zunächst mein Leitthema, Holzschutzmittelprozess, Pestizide, Lösungsmittel und nicht zuletzt auch, nicht zu vergessen, gestern hat es Kurt Müller ganz deutlich gemacht, psychischer Stress und schwere und physisches Trauma, auch das HWS-Syndrom ist zu diesen, Stressoren zu zählen. Und was sehen wir hier auf dieser Folie? Wir sehen hier also diese Silent Inflammation oder chronische Inflammation, IL-1, TNF-Alpha, IL-6, IL-8, Interferon Gamma, nitrosativer Stress in Wirkung einer Verminderung der mitochondrialen Funktion, in einer Verminderung von ATP. Und wir sehen natürlich auch den oxidativen Stress. Aber das ist die Rolle, die wir in der Regel haben, diesen Weg, den wir hier gehen, die Verminderung von Adenosin-Triphosphat und den Nachweis hier zunächst mal, das, was wir bislang machen konnten, den Nachweis der proentzündlichen Zytokine. Das ist das, was wir tun, was wir objektivieren können. Aber die Frage der Objektivierung ist ja nicht das einzige Thema, auf das wir uns als Umweltmediziner beschränken können sollten. Und mir ist es sehr wichtig, da nochmal zu verdeutlichen, die chronische Entzündung, eine Immunaktivierung. Es gibt eben den Crohn-Circulus vitiosus zwischen Entzündung und ATP-Verminderung, wie ich gerade eben versucht habe, deutlich zu verdeutlichen. Immunaktivierung, Anstieg der Entzündungswerte, Verschlechterung von ATP, zelluläre Hypoxie, das ist der Circulus vitiosus, mit dem wir immer zu tun haben und den wir versuchen sollten zu durchbrechen.
Wie weit das gelingt, werden wir ja erfahren wir. Und zu den Fragen, wie es eben, wie das diagnostische Verfahren ist, kann Volker von Behr, ich habe diese Folie von ihm übernommen, eben lysiert und später Chemolumineszenz Stellung nehmen. Das ist nicht mein Thema, aber es ist auf jeden Fall eine Methode, die sehr, sehr praktikabel ist. Und ich wollte einen Beitrag leisten zu dem, was wir hier, wie wir praktisch vorgehen. Also, ich habe versucht, bei einer Gruppe von Patienten eine systematische Therapie einzuleiten, nämlich mit Glutation. Ich sage sehr bewusst in der Zwischenzeit Glutation und nicht mehr Acetylcystein. Das hätte ich vor 2 Jahren noch gesagt. Aber die Erfahrungen haben dazu geführt, meine Erfahrungen haben auch dazu geführt, dass die Histaminunverträglichkeit bei einer Reihe von Patienten doch eine große Rolle spielt, sodass ich also gerne einfach mit Glutation arbeite und Acetylcystein nur dann gebe, entweder IV oder dann, wenn eben keine Histaminunverträglichkeit existiert. Also sehr billig, aber auch eben mit Nebenwirkungen. Alpha-Liponsäure 600 Milligramm, Vitamin D3. Wir haben darüber öfter schon bei uns diskutiert in der Dosierung zwischen 2000 und 5000 Einheiten, internationalen Einheiten. Vitamin B1, Thiamine 100 Milligramm, Vitamin B6 100 Milligramm, Vitamin B12. Nach Möglichkeit eben oral, wenn es geht, auch subkutan. Und dann eben sehr wichtig noch neben Tryptophan bei niedrigem Serotonin die Q10-Tabletten oder Tropfen. Und nicht zuletzt eben Zeolit 3x1 Gramm, wozu ich nachher noch mal kurz Stellung nehmen werde. Ganz wichtig ist mir zu verdeutlichen, dass in meinen praktischen Erfahrungen es eine enorme Variabilität hinsichtlich des Effektes des Therapieerfolges gibt. Es gibt Patienten, die eben auch Acetylcystein-Glutation mit 600 Milligramm nicht besonders gut vertragen. Es gibt Leute, die Vitamin B12 nicht vertragen. Es gibt nicht das standardisierte Schema, aber das ist das, was ich Ihnen hier vorschlage, was ich hier vortrage, ist das, was nach meinen Erfahrungen in der Regel relativ gut noch klappt. Und jetzt die Ergebnisse, die wir haben, es sind nicht allzu viele Patienten, es waren 21 Patienten. Aber was mir wichtig ist, Sie sehen es hier unten, wir hatten vor der Behandlung ein ATP von 1,06. Und wir hatten anschließend nach 2 bis 3 monatiger Behandlung ein ATP von 1,84. Und wir hatten vor der Einleitung der Behandlung ein TNF-Alpha von 38 und wir hatten im Anschluss an die Behandlung ein TNF-Alpha von 14. Diese Daten, das TNF-Alpha hat eine erhebliche statistische Streubreite, aber statistisch gesichert ist bei diesen Patienten, die wir hier beobachtet haben, gern hätte ich mehr vorgetragen, wir sind am Sammeln, von 1,6 auf 1,84, das heißt, es waren durch die Bank CFS-Patienten. Diese Patienten haben, und auch die Indikation zu dieser Therapie war das klassische CFS über 6 Monate. Sie kennen die Definition: Erschöpfung, Schlaflosigkeit, kognitive Konzentrationsminderung. In der Regel Epstein-Barr-Virus, aber Sie sehen hier ganz eindeutig den Anstieg von 1,06 auf 1,84. Und ich denke, das ist ein Teilerfolg dessen, was wir erreichen können. Aber es gibt natürlich auch gleich, wie üblich in der Umweltmedizin, auch die Tatsache, dass von den 21 Patienten tatsächlich 3 Therapieversagen hatten. Trotz dieser Therapie, ein Viertel unserer Patienten hat auf diese Behandlung nicht angesprochen. Aber immerhin 3/4 haben angesprochen und ich kann Ihnen heute noch nicht sagen, ich kann nur vermuten, und da hat Kurt Müller ja mehrfach auch schon Hinweise gegeben, ich vermute oder ich gehe davon aus, dass es mit genetischen Defekten, insbesondere kommt, Gendefekt zu tun
gestimmt hat, aber gesichert ist davon, von dieser Aussage gerade eben nichts. Also ich sage, wir haben Therapieresistenz bei einem Viertel, bei dieser ersten Runde, die wir hier haben. Um diese Aussagen zu ergänzen, ganz klar, es gibt auch die Infusionstherapie, die ich dann durchführe. Keiner dieser Patienten, die ich gerade vorgetragen habe, bei keinem dieser Patienten musste die Infusionstherapie durchgeführt werden. Aber bei therapieresistenten Patienten, und da ist das ACC voll indiziert, auch in der Dosierung von 2,4 Gramm, 8 mal 300 Milligramm, Vitamin B12, Vitamin C 7,5 Gramm in 250 Milliliter 0,9%iger Kochsalzlösung. Und im Anschluss daran, weil ich da Reaktionen der Unverträglichkeit gesehen habe, getrennt hiervon die Liponsäure mit demselben, nochmal mit Vitamin B12, 4 Ampullen und Vitamin C 7,5 Gramm, eben getrennt das Vitamin C in der Kurzinfusion im Anschluss. Das heißt, wir sollten nicht davor scheuen, allerdings die Daten, die ich gerade vorgetragen habe, da war keiner dieser Patienten, wo eine Infusionsbehandlung dabei war, aber wir sollten die Infusionsbehandlung auch in der Praxis durchaus realisieren. Das ist mir ein großes Anliegen. Ich habe, um auch der Diskussion nicht mir nicht den Vorwurf zu machen, ich hätte irgendwas vergessen, einfach versucht mal aufzulisten, welche zusätzliche Therapievorschläge in unseren Kreisen hier gesammelt wurden. Und es ist sicher so, dass dann, wenn ein Produkt nicht funktioniert und zu Nebenreaktionen führt, eines dieser zusätzlichen antioxidativen Präparate durchaus mit großem Erfolg eingesetzt werden kann. Also es gibt auch für mich nicht den Punkt, wo man sagt, du hast aufzuhören, es hat keinen Zweck, aber es ist eben dann sehr viel schwieriger. Ich habe es jetzt hier einfach mal aufgelistet, was so in der Diskussion im DBU in den letzten zwei Jahren diskutiert waren. Es ist, ich habe sehr bewusst darüber geschrieben, nicht abgeschlossen, und das, was mir sehr wichtig ist, es besteht eine sehr, sehr hohe Variabilität hinsichtlich der therapeutischen Effektivität. Es ist heute deutlich rübergekommen, chronische entzündliche Darmerkrankungen spielen bei uns den umweltbedingten Erkrankungen, Multisystemkrankheiten tatsächlich eine große Rolle. Es ist eine ganz große Rolle, und es ist der Eindringen von Bakterien in die Mukosa. Es sind die proinflammatorischen Zytokine, TNF-Alpha, IL-1b, die Lymphozyten, die Monozyten, die Makrophagen, das Histamin. Und es sind die mukosalen, auch enteritischen Gliazellen, die Erhöhung von S100 bei chronischen Darmentzündungen ist nachgewiesen. NSE ebenfalls. Und es gibt ja auch im Rahmen der chronischen entzündlichen Darmerkrankung aus dem größten Immunsystem ja auch die Translokation bakterieller Produkte in die lymphatische Zirkulation. Das heißt, die Gelenkbeschwerden, die Augenentzündung, die Kniebeschwerden sind Folge dieser chronisch entzündlichen Darmerkrankung. Sie müssen nur in diesem Zusammenhang auch gewertet werden. Und ein ganz wichtiges Punkt auch in der Diskussion vor Gericht meiner Ansicht nach ist das, was der Professor Straub dargestellt hat in seinem Lehrbuch für Pathophysiologie. Er spricht von der Desynchronisation. Das ist sehr wichtig für uns im Rahmen der Multisystemkrankheiten, nämlich bei chronischen Krankheitsprozessen. Wir wissen oft, wir ahnen nur, welcher Trigger ursprünglich war. Der Trigger ist nicht mehr nachweisbar, aber die systemische Entzündung persistiert, hält an, ohne dass wir wissen, was der eigentliche Trigger war. Und das bedeutendste Beispiel in diesem Zusammenhang ist der rheumatische Formkreis, sind die Krankheiten der rheumatischen Arthritis oder auch die Autoimmunkrankheiten. Krankheiten, wo wir nicht wissen, wann ist der Entzündungsprozess eigentlich passiert, wann ist der geschehen. Und der Entzündungsprozess hat eine Verselbstständigung eingenommen. Der initiale Trigger gerät in den Hintergrund und der
Und der Begriff der Entkoppelung des Krankheitsprozesses ist eben sehr klar in diesen Ausführungen formuliert. Ich denke, das ist sehr wichtig, dass diese Frage der Desynchronisation jetzt auch in den klassischen schulmedizinischen Lehrbüchern aufgegriffen wurde und auch im Zusammenhang mit Multisystemkrankheiten erwähnt wird. Und jetzt wollte ich noch einige Ausführungen machen zu den chronischen Entzündungen. Welche Rolle spielen Zeolithe? Zeolithe werden relativ selten in der Umweltmedizin bislang eingesetzt. Aber sie sind sicher als Ergänzung, als additive Therapie bemerkenswert. Es gibt keine randomisierten Doppelblindstudien oder das, was die Schulmedizin sich in diesem Bereich wünscht. Aber es gibt tatsächlich genügend Erfolge. Ich habe sie erlebt. Was sind Zeolithe? Es ist ein mikroporöses Tuffgestein. Es ist aus Aluminium Silikat. Es ist eine Kristallgitterstruktur mit Kristallgitterkanälchen von 0,4 Nanometer, also ganz kleine Poren. Und sie haben eine sehr große Fähigkeit der Adsorption von Toxinen. Siliziumalthaltige Erden gelten als die ältesten Heilmittel, die wir kennen. Wunden, Geschwüre, Hauterkrankung, Durchfälle, das war schon die Therapiemethoden unserer Vorväter. Und was machen die? Das Resorptionsverhalten von Zeolithen, sehr wichtig. Es wird nicht im Körper resorbiert, sondern die Adsorption, die vorwiegende Fähigkeit ist die Adsorption von Schwermetallen und Toxinen. Die Verweildauer im Magen, Darmtrakt, dauert 24 Stunden orientierend. Dazu gibt es Isotopenuntersuchungen. Sie werden nicht irgendwo anders gespeichert, beispielsweise in Leber oder Niere. Das heißt, die Zeolithe werden komplett wieder ausgeschieden. Und es sind zwei Hauptfunktionen, die hier zu erwähnen sind. Es ist also zunächst mal die Adsorption bei der Endotoxikose, zum Beispiel freie Radikale, abakterielle Endotoxine. Es ist die Adsorption von exogenen Toxinen und es ist der Ionenaustausch von Schwermetallen und es ist der Ionenaustausch von Radionukliden. Ganz wichtig, der Austausch von Cäsium. Und das ist zum Beispiel bei Tschernobyl geschehen, indem also die Zeolithe auf diesen toten Atommeiler geschüttet wurden und tatsächlich eine große Adsorption von Cäsium erfolgt ist. Das heißt, wir stehen eigentlich noch ein Stück, ich wollte es hier in dieser Weise bringen, vor einem Stück Neuland, nicht Blackbox, aber Neuland in der Medizin mit der Möglichkeit einer Adjuvanten eines pharmazeutischen Hilfsstoffs, der uns möglicherweise noch sehr viel Gewinn bringen kann. Die Bindung von Schadstoffen, CK-chlorierte Kohlenwasserstoffe, Insektizide, der Schutz der Schleimhäute des Verdauungssystems, Modifikation der Glykogensynthese, antibakterielle Infekte, die Bindung pathogener Effekte und die antimykotische Wirkung nicht zu vergessen. Ja, ich danke für Ihre Aufmerksamkeit.